Bitte auch von meiner Seite aus euch allen ein ganz herzliches Hallo. Mein Name ist, wie ihr schon gehört habt, Horst Krummisch. Ich gehöre zum Kreisverband Leipzig-Stadt. 1957 geboren, an einem 10.10. bin ich mit Sicherheit oder wahrscheinlich der Oldie hier im Bewerberfeld. Aber wie das so ist, mitunter verbindet sich, und da bin ich ein bisschen jetzt befangen, Geschichte auch mit Gebäuden. Das heißt, keine 200 Meter von hier entfernt habe ich Tatsache die ersten 3 Jahre meines Lebens verbracht. Großmutter ist mit mir fast täglich hier hinten in den Zoo gegangen. Vor allem aber steht dieser Saal hier für viele Stunden, herrliche Stunden, tolle Stunden und Erinnerungen meines Lebens. Denn noch bevor der große Musentempel am Augustusplatz, also das neue Gewandhaus, gebaut wurde, gab es hier schon zu DDR-Zeiten neben großen Festlichkeiten unter anderem die legendären Messekonzerte, die Jazzkonzerte mit so manchem Weltstar genau auf dieser Bühne hier. Ich will sagen, meine Sehnsucht nach Weltoffenheit, nach Freiheit hat trotz oder gerade wegen Diktatur und Mauer hier unter anderem mit seinen Ursprung, weil ich dabei viele persönliche Begegnungen habe, an die ich mich gern und mit Freude erinnere. Viel wichtiger aber für unsere Partei sollte sein, denke ich, die sich auch Bündnis 90 nennt, jeder dritte Wähler in Sachsen ist bereits, wie ich auch, über 60 Jahre alt. Natürlich muss diese doch recht große Alters- oder Wählergruppe, wenn man so will, auch angemessen repräsentiert werden. Auf alle Fälle sage ich aber, Lebenserfahrungen sind generell kein Fehler, weder für den Bundestag noch für die eigene Partei. Und wer mich etwas genauer kennt, der weiß aber auch, dass ich viele Jahre nach der Wende, also zu bundesrepublikanischen Zeiten, als Fußballtrainer aktiv war und damit recht gute Kontakte auch zur jüngeren Generation habe und beileibe nicht nur zu meinem eigenen 25-jährigen Sohn. Das beste Feedback erhalte ich allerdings im Taxi. Das heißt, ich bin hier in Leipzig und im Umland seit 5 Jahren als Taxifahrer unterwegs. Und das ist auf alle Fälle so, dort erhält man einen wunderbaren Überblick, was die Menschen wirklich bewegt, worüber sie sich ärgern, woran es ihnen liegt. Und da sage ich mal, Politik spielt bei denen nicht die erste Rolle, sondern sie reden und philosophieren in erster Linie über das ganz reale Leben. Und da wiederum kann ich verraten, ob jung oder alt, ob aus der Stadt oder vom Land, vor allem werden soziale Defizite und Missstände benannt, worüber sich die Leute ärgern, die Politik allerdings dafür verantwortlich ist. Zeitbedingt nenne ich nur mal Obdachlosigkeit oder Rentner, die Flaschen sammeln müssen, damit sie noch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Zumindest Ältere wissen, dass es damals das in der DDR nicht gab. Die wollen trotzdem nichts von Diktatur wissen, aber sie hätten trotzdem gerne diese Missstände behoben in so einem reichen Land. Die Jüngeren reden oft vom Hartz IV, von den wachsenden Mieten und dem Armutsrisiko, Kinder zu haben. Man könnte mir jetzt vorwerfen, okay, du filterst jetzt nur Dinge raus, was die Schwächsten betrifft. Aber meine Frage auch an die eigene Partei ist eigentlich die, sind es nicht gerade die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die verantwortliche Politik am nötigsten bräuchten? Und dann denke ich, wir sollten, und das sind die Menschen, mit denen wir arbeiten können, dann sollten wir alle da sehr, sehr froh darüber sein, dass es noch viele Menschen in dieser Gesellschaft gibt, ob jung oder alt, die Empathie für andere haben, obwohl sie selber nicht in dieser Notlage sind. Für die Politik wäre meine Frage, beweist man als Politiker nicht auch gerade dann Verantwortung, wenn man bereit ist, über die eigenen Interessen hinaus zu handeln? Persönlich lege mir in so einem reichen Land daran, an einer, ich sag's mal mit meinen Worten, Renaissance des Sozialstaates, des Gemeinwesens, der Solidarität. Denn wir Grüne wollen grüne Ideen durchsetzen. Wir brauchen dafür bitte Mehrheiten. Wir wollen kein Strohfeuer abbrennen. Wir brauchen Nachhaltigkeit. Und wir sind last but not least auf den Zusammenhalt der Gesellschaft angewiesen. Das ist also ein ganz wichtiges Thema. Und jemand, der mir neulich bei mir ins Taxi stieg, der sagt, weißt du,
energetische Haussanierung, schön und gut, aber verraten mir bitte, ob meine Kinder morgen noch Arbeit haben und die Miete ihrer Wohnung bezahlen können. Da beginnt für mich Politik und das darf nicht bei Corona aufhören. Das muss eher für uns alle eine Mahnung sein, politischen Fehlern zu lernen. Lernende Politik ist bekanntlich vorausschauende Politik. Also apropos, schauen wir mal voraus, Klimakrise. Und meine persönliche Notiz dabei ist vor allem, vergesst mir bitte, bitte, ihr seid die Jugend, ihr wollt die Zukunft gestalten, vergesst mir bitte den Tierschutz nicht. Weil, ich sag's euch, 15% aller Schadstoffemissionen erhalten wir aus dieser industriellen Massentierproduktion. Da ist der Transport der Tiere und die Kühlung des Fleisches noch nicht mal eingerechnet. Der eigentliche Krebs schadet aber die Rodung von Regenwäldern. Das ist ein Schaden für Wasser, Boden und Luft. Der ist ganz immens. Darum sprechen viele Klimawissenschaftler heute schon vom womöglichen Klimakiller Number One. Ich will mich da aber nicht streiten. Fortschritt, Menschlichkeit, Progressivität kann und will ich einfach nicht damit verbinden, wie wir zum Teil heute noch mit Tieren umgehen. Das ist für mich teilweise schlimmer noch im Mittelalter, denn manche dieser Tiere sehen in ihrem ganzen Leben nicht ein einziges Mal die Sonne, höchstens auf den Tiertransporten dann durch ganz Europa. Damit, mit diesem Wahnsinn müssen wir Schluss machen. Grüne sind für das Leben insgesamt auf dieser Erde da und wir alle wissen, wie viel Positives auch gerade für unsere Kinder im Umgang mit Tieren entstehen kann. Und darum bleibe ich dabei, ergreifen wir Grüne auch für Tiere konsequent Partei und diese Konsequenz, das sagen mir auch 90% meiner Fahrgäste im Taxi. Diese Konsequenz bezieht sich natürlich auf die Politik. Hier geht es um Vertrauen und Zustimmung. Und da hat die Politik riesen Nachholbedarf. Denn wie kein Spiel ohne Regeln funktioniert, so funktioniert auch die Demokratie nicht. Ich muss als Bürger nicht mit jedem Gesetz einverstanden sein. Aber, und das möchte ich schon, dass Gesetze gelten, und zwar für alle, dass die sich nicht gegenseitig im Weg stehen, dass sie für Problemlösungen sorgen und den Menschen zugewandt sind und insbesondere durchgesetzt werden. Und da mal ein kurzer Blick noch auf unseren Staat, auf unseren Rechtsstaat. Wie lange reden wir schon über Kriminalitätsbekämpfung, gerade was Bandenkriminalität angeht, Rechtsextremismus, Kindermissbrauch, Gewalt gegen Frauen, der Fall Tönnies Wirecard, Hass im Internet, Munitionsverschwinden bei Sicherheitskräften. Wie lange soll ich da noch reden? Annalena, denke ich, hat viel zu tun hier und wir sollten sie nach Kräften unterstützen. Dankeschön. Okay.